Vorbereitet haben wir schon alles. Ich hätte den Laden viel eher aufmachen müssen. Kann ich hier draufklicken und aufmachen? Nee. Schade. Emily ist auf dem Weg. Kommen Sie rein. Lieferung. Einfach hinstellen. Ich mache den Rest. Dankeschön. Das sind jetzt unsere Trikots. Die Pullover und die Schuhe. So. Einmal die Schuhe hier hin. Hier machen wir die Pullover. Und hier die roten Trikots, die sind ganz gut gelaufen eigentlich. So. Das Geschäft hat offen. Müssen wir die Kasse noch aufmachen. Ach da, Emily, bist du schon da? Hallo? Hast du gut geschlafen? Ich hoffe doch. Wie war denn dein Lehrgang? Bist du jetzt besser geworden an der Kasse? Müssen wir nicht. Seit 3 Tagen beschäftigt, ja. Hoffen wir mal, dass jetzt auch ein paar Leute kommen, ne? Sonst stehen wir hier rum und wissen mit uns nicht anzufangen. Flipflops, das. Ich würde ja gern die Röcke noch irgendwo hinmachen, aber. Ich habe leider gerade keinen Platz. Kann ich die vielleicht hier mit hin? Ich stehe jetzt so. Ja, da hängen sie da hin. Guten Tag. Wollen Sie was kaufen? Wir haben gerade auf. Wir haben auch Artikel runtergesetzt im Preis. Nein? Da greift schon fleißig zu. Sehr gut. So, muss ich ja der Chef auch mal blicken lassen hier. Komm rein. Ich habe neue Schuhe. Alles da. Geht einfach wieder. Na dann, mach's gut. Dann geh halt zur Konkurrenz. Da kriegst du nur Mist. Ich sag's dir gleich. Siehst du? Und schon dreht sie um und kommt wieder. Ja, die Röcke sind schick, ne? Was nimmt sie mit? Ein Rock, ja. Fein. Wow, was für eine Geschwindigkeit. Oh, ich kümmere mich mal hier um die Leute. Oh, Moment. Ihr hat ein Kunde eine Frage, dann gehe ich erstmal dahin. Die roten Schuhe, ja, das sind Sportschuhe. Die nutzt man für Fußball. Könnte vielleicht für ihren Sohn was sein, oder? Ja, sehen Sie. Ja, ich habe was Sortiment. Ich habe zum Beispiel Schuhe. Ich brauche das dringend. Oh, na das. Haha, na dann, wenn du das dringend brauchst, komm. Oh. Hey, can you help me? Ja, ich bin gleich da. Ich versuche hier gerade jemanden zu überreden, Schuhe zu kaufen, die hässlich sind. Oh, habe ich falsche Taste gedrückt. Ich komme. Hosen, du stehst vor Hosen. Das könnte ich mir ansehen. Na los, dann guck mal. Wunderschöne grüne Hosen, so fürs Gammeln auf der Couch sind die ganz toll. Wenn du noch einen Film dazu guckst und einen Rotwein trinkst, dann sollte ich das glücklich machen. Ja, ja, gerne doch. Oh, ich bin ein Verkaufstalent, das ist unglaublich. Na, geh mal weg. Was verkaufst du? Hosen, Hemden. Perfekt. Hemden. Komm doch mal rein und guckst dir an. Weil du es bist, kriegst du auch keinen Rabatt. Ach, schade. Tschüss. So, können wir denn schon wieder was... Ah, ja. Was los? Schuhe. Du stehst hier verdächtig vor den Schuhen. Oh. Kein Interesse? Nein? Na gut, dann mach's gut. Auffüllen. Haben wir sonst noch was zum Auffüllen? Ja. Ah, schön. Das Spiel, das kann man eigentlich auch bei H&M und so anbieten für Bewerbungen. Wenn die das dann richtig machen, dann können sie eingestellt werden. Hier haben wir Platz für was Neues. Hängen wir, würde ich sagen, die schwarzen Jacken hin, weil die sind ganz gut gegangen. Super. Ach, Emily, heute machst du doch mal keine Pausen, ne? Heute kommt nämlich kein Bus. Heute nehmen wir nicht so viel ein.
Nee, dann werden sie nur zur Konkurrenz. Oh, Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht im Weg stehen, junge Dame. Aber Sie haben ein wunderschönes Bustier. So, hallo. Heute 5% billiger alles. Heute kostet jetzt alles nur 105%. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen in den Rottenladen. Wenigstens eine, die auf mich hört. Sehr schön, sehr schön. Die wollen alle Schuhe hier. Das haben wir noch im Sortiment. Flipflops. Die können wir doch auch mal auffüllen, oder? Flipflops? Ja. Die roten Hemden. Die Hemden, die gehen ja generell. Die Pullover gehen auch nicht so toll weg, ne? Roten Hemden machen wir mal runter auf 300. Ein kleiner Live-Rabatt. 180 oder 160. So, ja, und schon gehen sie weg, hä? Ja, greifen sie zu. Kleiner wieder eins hinhängen. Ja, auch zwei. Die weiß-schwarze Jacke. Ja, da, Sie wissen, der Winter steht vor der Tür. Und das ist mit echten Pfauenfedern gefüttert. Echte Pfauenfedern. Wollen Sie nicht? Sind Sie kein Fan davon? Oder? Ja, ne, dann greifen Sie doch zu. Hätte ich Ihnen doch sehr gerne verkauft. Hervorragend. Ich bin so ein Verkaufstalent. Was überlegst denn du hier so? Überleg nicht, komm rein. Schuhe. Sehr interessant. Aha, und dann? Komm rein. Na gerne. So, wie kann ich Ihnen helfen? Zerrissene Hose. Ja, das ist im absoluten Trend. Der Sommer steht ja vor der Tür. Aber Sie wollen das nicht. Doch, ja, das ist ja. Ich sag's, die Jungs werden auf Sie stehen. Also. Gut, tschüss. Einmal auffüllen. Kann man nichts auffüllen. Kann man hier was auffüllen? Nee. Weil wir die Artikel nicht mehr haben. Oh, die Schuhe, die Fußballschuhe, alle ausverkauft. Die funktionieren richtig gut. Ah, nehmen wir doch wieder ein bisschen was ein. Kann man eine Rechnung bezahlen. Die Hemden, die gehen nicht mehr so toll, ne? Was? Ja. Hallo? Ich bin auf der Suche nach etwas. Was empfehlen Sie mir? Ja, so wie du aussiehst, würde ich sagen, hier diese braune Hose. Ja, die ist perfekt. Ja, siehst du? Ich kenne doch meine Kundschaft. Komm. Ja, na also. Hab ich dir doch gerne verkauft. Ja, du willst einen Rock kaufen, das sehe ich. Ich brauche das dringend. Ja, siehst du? Ich kenne meine Kunden. Ich sag's doch. Ich kenne meine Kunden. Er braucht dringend diesen Rock. Kriegst noch ein paar Prozente. Jawohl, sehr schön. Kevin, mach's gut. Aber hier ist ein bisschen. Machen wir auf 2,7 runter die Hemden. Weil irgendwie gehen sie nicht weg. Die auf 2,9. Oh, und schon greift er zu, ne? Ja, ja, ich kenne euch doch. Immer dasselbe. Hm, was los? Hier, du stehst auf diesem dieses blaue Hemd. Ich habe eins zu Hause. Oh, das ist natürlich schlecht. Ich glaube nicht. Hm. Aber vielleicht hat dein Sohn. Will dein Sohn eins irgendwie? Nee, na gut, dann mach's gut. Red mich aber auch nicht an. Frechheit. Nichts mehr. Die Schuhe haben sie uns alle ausgekauft. Komplett. Wie spät ist es? 18 Uhr noch was. Kann ich ja schon mal bestellen. Schuhe. Fußballschuhe. Nehmen wir mal wieder die in Orange. 10 Stück. Und die in Rot. Die gehen gut. 10 Stück. Genau. Bestellen fürs nächste Mal.
Genauso wie die Schuhe gingen auch richtig gut. Schuhe. Kleidung, Schuhe. Nehmen wir auch mal die hier jetzt. Von denen 5 und von denen, die so gut gingen, auch nochmal 5. Super. Hat sich hier jetzt die Grafik umgestellt? Das sieht doch gar nicht mehr so aus wie vorher. Da, wenn ich mir die Wand angucke, da hat sich doch jetzt was umgestellt. Nö, ist alles noch so wie vorher. Ach, jetzt sieht die Wand auf einmal wieder gut aus. Na gut. Zauberei. Liefert gerade Pakete aus. Ach, da kommt jetzt schon der Lieferant. Zieh einer an. Da kommt gestern nur nicht, weil wir zu hatten. Das ist ja cool, dass wir das auch jetzt auffüllen können. Guck, da kommt er. Emily, du machst das hier. Ich gehe mal zum Paketmann. Dankeschön. Langsam sind wir im Flow bei dem Spiel. So, dann können wir hier wieder auffüllen. 1, 2, 3, 4, 5. Die roten, dann die pinken machen wir weg. Da haben wir jetzt mal die orangen dafür. Hosen ausverkauft. Feierabend. Okay. Dann bestellen wir gleich mal noch die neuen Hosen, das, bevor wir das vergessen. Nehmen wir diesmal in grün. 10 Stück. Emily, du kannst frei heimgehen. Ich weiß, du bist sehr gerne bei mir, aber wir haben geschlossen. Alle wollte ich jetzt nicht runternehmen. Die hängen mal ran. Die hängen mal ran. Weg, weg. Dass sie weggehen. So. Nein, nicht mal geschafft. Miete, Lohn, Alter. 1400 kostet die gute Frau. 5700. Ja, wir müssen dafür nichts mehr kaufen. Wir haben eigentlich alles geschafft. Darum, ich gehe jetzt gleich mal in den nächsten Tag. Ein bisschen Geld scheffeln.